Seit mehreren Jahren ist Delilah hier immer stärker geworden. Bringt Leute gegen mich auf. Warum habe ich das nicht gesehen? Was habe ich derweil gemacht? So getan, als hörte ich bei Hofe zu, mit einer Bürokratenarmee geherrscht, auf die nächste Chance gewartet, aus dem Dunwall Tower zu entkommen. Tja, jetzt bin ich frei. Könnte ich doch nur zurück. Aramis Stilton war einst mit dem Herzog verbündet. Als Besitzer von Karnakas Bergwerken lebte Stilton in einem befestigten Bunker mitten im Staubbezirk. Seit Jahren wurde er nicht gesehen, seit Delilah mit ihren Aktionen begonnen hat. Aber ob Stilton nun lebt oder tot ist, sein Haus birgt den Schlüssel zu Delilahs Unsterblichkeit. Langsam klar. Nun kann ich in meine Arbeit zurückkehren und den Leuten in Not helfen. Sie haben so viel für mich getan. Mich vor dem Wahnsinn und, schlimmer noch, einem Leben voll sadistischer Gewalt gerettet. Wie kann ich mich jemals revanchieren? Wenn ich bedenke, wer sie sind und was sie in Karnaka tun, kann ich ihnen nur Glück wünschen. Die Stadt, das Land, das Reich, alle zählen auf sie. Ich schicke ihnen etwas Besonderes. Ich hoffe, es hilft Ihnen. Brianna Ashworth, der Herzog, Jyn Dorsch, alle stehen unter dem Einfluss von Delilah. So wie ich früher auch. Ashworth ist aus dem Spiel. Das sollte Delilahs Plan erschweren. Vielen Jahren als Gefangener in einem alten Pub, in einem Hundezwinger und jetzt auf diesem Kahn. Hören die Wunder nie auf? Megan ist in der Stadt. Ich werde Ihnen alles erklären. Ich muss wissen, warum Delilah nicht getötet werden kann. Wir wissen nur, dass in Aramis Stiltons Haus etwas Seltsames passiert sein muss vor 3 Jahren. Aber er ist verschwunden. Stilton lebte in einem Bunker, der mit einem Schloss von Jyn Dorsch gesichert ist. Vielleicht erfahren Sie dort, wie sich Delilah aufhalten lässt. Aber erst muss ich dorthin, durch eine vom Herzog geschaffene Ruine, wo Vater aufgewachsen ist. Megan hatte eine tolle Idee. Paolo ist der Anführer der Heuler. Er möchte Vizeaufseher Byrne umbringen. Und Byrne möchte Paolo tot sehen. Beide Gruppen werden sie sofort angreifen, aber wenn sie ihnen die Leiche des Erzfeinds bringen, gehören sie gleich zur Familie. Werden Sie mir helfen, in Aramis Stiltons Haus zu gelangen? Ich bin mir sicher, das funktioniert. Ich spüre, wie dieser Ort und diese Leute meine Perspektive ändern. Wie wird mich das alles verändern? Der Staubbezirk. Ich habe vom Wind gehört, der durch die Spalte des Shinderays weht. Und wie ihn die Stadt für Windmühlen und den Betrieb des Bergwerks nutzt. Der Vizeaufseher von Karnaka, Liam Byrne. Aramis Stiltons Zuhause ähnelt mehr einem Bunker. Paolo ist noch nicht alt. Aber sein Gesicht spricht von einem bewegten Leben. Was? Sind Sie bereit? Bereit. Wir bringen das Beiboot näher ran. Was für ein Mann ist das, dieser Aramis Stilton?
Ein Verbündeter des alten Herzogs. Treu und klug. Stilton hat mit den Silberbergwerken ein modernes Karnaca aufgebaut. Er hat als Bergmann angefangen und sich zum Prinzen der Industrie hochgearbeitet. Jetzt lässt der Herzog die Bergleute Tag und Nacht schuften. Was blühend war, ist jetzt verfallen. Dem Herzog ist es egal, solange er aus silbernen Bechern trinken kann. Und woraus sind die Becher im Dunwall Tower gefertigt, Kaiserin? Jedenfalls müssen sie durch den Staubbezirk, um Stiltons Haus zu erreichen. Vielleicht ist er noch dort oder er ist schon tot. Sie Megan, sobald Sie im Staubbezirk sind. Sie sagt Ihnen mehr. Ich warte hier im Beiboot, um Sie später zur Dreadful Whale zurückzubringen. Unsere Truppen mehr im Staubbezirk patrouillieren. Befehl des Herzogs. Wir haben zu viele Leute verloren. Gute Soldaten. Blendet dieses halluzinogene Puder der Heuler. Dann erstochen oder fortgerissen von den Hunden des Ordens. Was mache ich neu draußen? Lieutenant wurde von einer Aufsicht. Keine Last, mir selber Staub aus den Augen zu waschen. Eine entfernte Cousine des Herzogs oder so. Hatten wir sie schwächen zu. Hey! Geschieht erst, wenn jemand es schafft, Paolo oder Vize-Admiral Byrne zu töten. Was ist hier los? Hat sie oder ich Jones Hand oder was der vorübergehende Festung. Staub aus den Minen. Als ob der seine Medaillen verdient hätte. Hä? Bitte um neue Stiefel. Und was kriege ich? Eine Socke. Eine sinnlose Socke.
wird nicht einfach so. Und die Heuler können nicht. Paolo hat einen Preis auf Burn ausgesetzt. Und der Vizeaufseher will dasselbe. Eine andere Stadt? Hallo, Emily. Stiltons Haus ist gleich da drüben. Aber hineinzukommen wird nicht einfach. Ich habe mich erkundigt, mit Leuten gesprochen. Die Aufseher und die Heuler haben den Bezirk aufgeteilt. Vor uns ist neutraler Boden, wo sie niemand angreift. Aber dahinter haben die Heuler und Aufseher ihre Grenzen gezogen. Und sie werden angegriffen, sobald sie für sie in Sichtweite sind. Aramis Stilton ist das eigentliche Ziel. Sokolov sagte, sie hätten eine Idee. Ja, ich denke, wenn sie Paolo oder Vizeaufseher Byrne ausschalten, wird ihnen der andere sicheres Geleit und Zugang zu Stiltons Haus gewähren. Neutralisieren sie einen der beiden und bringen sie ihn jeweils zum anderen. Was wissen Sie noch, was helfen könnte? Byrne wird von den Aufsehern beschützt. Paolo hat die Heuler und eine Art schwarzmagisches Artefakt. Angeblich muss er vor Sonnenuntergang zweimal sterben. Sonst lässt er sich nicht töten. Viel Erfolg. Ich habe erfahren, dass es Beschwerden über den Staub aus den Bergwerken gibt, der auf die Stadt fällt. Ja, Krieg ist teuer. Sie wissen vielleicht nicht, dass unsere Silberbergwerke über ihrer Kapazität laufen, um unseren Konflikt mit den nördlichen Inseln zu finanzieren. Das ist kein Staub. Das ist das Blut unserer Feinde. Ab und zu Zähne putzen.
und vergessen. Gassenjungen, Fälle, Weisen. Wer spricht für sie? Ist da jemand? Zeig dich! Verflucht! Scheiße nochmal! Ich wette, hier finden wir Geld! Komm schon! Bist sicher total verweichlicht! Wie bitte? Paolo wohnen. Falls du dich fragst, Paolo ist keiner dieser gestörten Kultisten. Die glauben, ich tue ihnen Gefallen, wenn sie nur genug opfern oder genau die richtige Musik spielen. Ich bin ihm vollkommen egal. Aber er hat diesen Schrein, weil er die Hand einer alten Hexe fand, die ich kannte. Paolo erkannte sofort, dass sich ein Vorteil auszahlt. Manchmal bleiben Teile zurück, nachdem wir fort sind. Von Zakonos erbte eine dynamische Stadt und fing sofort an, sie zu demontieren. Was wird er zurücklassen? Und was ist mit dir? Wer soll alles wieder ins Reine bringen hier im Juwel des Südens? Vera Morey. Ich kenne den Namen. Wenn er das nochmal macht, binde ich ihn an ein Blutfliegennest. Stillstehen. Für bessere Arbeitsbedingungen und weniger Staub in den Straßen würden die auch mehr bezahlen. Es ist möglich, alle zufriedenzustellen. Erst hier im Bezirk, dann in der ganzen Stadt. Die Bergleute haben mehr Macht als... Wer hat die Tür aufgemacht? Vielleicht war es nur der Wind. Ist er? Hallo? Du willst kämpfen? Ich zerquetsch dich, du Parasit! Kann nicht sein! Ich hau dich! Unmöglich! Die geht nirgendwo hin! Soll zu sterben, Mädchen! Hexerei wird dich nicht retten!
hältst dich wohl für ganz hart. Was hast du? Keine Zeit für Spielchen! Schon tausendmal gesagt. Ich bin für das Malwerk nicht zuständig. Manchmal glaube ich, sie stellt sich absichtlich top. Das nichts? Bist du der Outsider? Thank you.
alles ein wildes Durcheinander. Und wer darf's aufräumen? Ich natürlich. Wie immer halt. Thank you.
wette, es gibt schon wieder getötet.